Reisen, Fernweh und der Ruf nach Freiheit. Mit dem Wohnmobil die Welt sehen. Viele Deutsche setzen dabei vermehrt auf Maßanfertigung. Für solche Fahrzeuge braucht es Profis und einer davon sitzt mitten in Berlin. André Schwarz ist Produktionsleiter bei Eine Weltreisen und baut seit über 12 Jahren Offroad-Wohnmobile nach Maß. Der Preis ist mit mehreren 100.000 Euro Anschaffungskosten hoch, die Nachfrage ebenso, aus einem einfachen Grund. Es gibt halt Hersteller, die bedienen den Massenmarkt, der im Wesentlichen nicht weiter als 5.000 Kilometer von hier im Umkreis wegkommt. Und es gibt aber eben auch Menschen, die wollen rollende Häuser haben. Ja, und die wollen damit dann eben auch um die Welt fahren und die wollen da drin auch leben. Freiheit und Komfort kompakt auf 14 Quadratmeter. Früher noch als Rentnerkutsche verschrien, sind Wohnmobile nicht nur etwas für die Generation Ü50. Heute sind das Leute aller Altersklassen, egal 25, 35, 45, alles ist dabei und die Lebenskonzepte haben sich komplett geändert. Einer der neuen Generationen von Wohnmobilbesitzern ist der 32-jährige Sören aus Berlin und der hat ganz genaue Vorstellungen, wie sein Traummobil auszusehen hat. Ja, ich bin ein absoluter Reisefan und ich selbst fahre momentan in meinem T4 durch die Gegend. Ich habe 3 Monate am Stück in diesem T4 gelebt und habe Länder wie Serbien gesehen, Bulgarien, Griechenland. Und ich möchte mich jetzt einfach vergrößern. Ich möchte länger am Stück unterwegs sein. Ich möchte vor allen Dingen viel autarker sein. Und deswegen bin ich heute hier. Sören, schön, dich kennenzulernen. Hallo. Nach kurzer Begrüßung geht André gleich in die Vollen und fährt mit diesem umgebauten Feuerwehrwagen für eine Spritztour vor. So, Sören, jetzt kannst du mal reinkommen. Fahren wir mal mit dem großen Auto. Für Sören eine Premiere. In solch einem großen Fahrzeug hat er noch nie gesessen. Und dann geht es auch schon los. Der Motor röhrt, die Fahrerkabine wackelt und gleich will er Details wissen. Wenn ich jetzt so ein Auto hier haben möchte, was kostet das? Also, der Koffer kostet ungefähr 280.000 brutto. Und das Fahrgestell ungefähr 30.000 Euro. Und wenn du das Fahrgestell ein bisschen herrichten lässt, brauchst du noch 60.000 Euro. Und wenn es voll restaurieren lässt, dass es halt neuwertig ist, wie der da, dann musst du noch mal 120.000 rechnen. In der Summe müsste Sören also locker 300.000 bis 400.000 Euro hinzulegen. Zu teuer, zu unhandlich, aber beeindruckt hat ihn das XXL-Gefährt auf jeden Fall. Mir hat das Auto das schon echt ein richtiges Leuchten in die Augen gezaubert, aber ich merke einfach, dass es halt für mich nicht das Richtige wäre, wenn ich so durch kleine Bergdörfer möchte oder einfach so durch kleine Ortschaften pesen möchte, dann ist das nicht das Richtige. Und außerdem habe ich überhaupt nicht den Führerschein, um das Ding zu bewegen. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall was Kleineres finden und hoffe, dass mir da der André irgendwie helfen kann. Nach der Probefahrt geht es dann in die heiligen Hallen der Produktion. In der hauseigenen Manufaktur möchte André Sören kleinere Spezialumbauten zeigen, die besser zu ihm passen. Er führt ihn durch die einzelnen Fertigungsprozesse. Was er in seinem jetzigen T4 am meisten vermisst, Stauraum. Ich muss super viel aufs Dach auslagern oder in Boxen vielleicht an der Heckklappe oder so. Aber man kriegt halt einfach, sobald man irgendwie auch vielleicht in kälteren Gefilden unterwegs ist, kriegt man halt Winterklamotten einfach nicht verstaut. Gerade für Fahrten in skandinavische Länder hat André noch etwas ganz Spezielles anzubieten. Es hält warm und sorgt für gemütliche Atmosphäre in langen Winternächten. Sogar ein Ofen. Ja. Genial. Das heißt, hier heizt man dann einfach ganz gewöhnlich mit Holz. Korrekt. Neben dem traditionellen Holzofen gibt es noch eine Fußbodenheizung und auch die sanitären Anlagen in den Kabinen sind kein 0815. Ökologische Abfallentsorgung, Solarenergie, sparsame Motoren, alles vom Feinsten. Sören wurde viel geboten. Fahrgefühl, Wohnkomfort, jetzt geht's an die konkrete Planung. Hier bist du im Zentrum der Ideensammlung.
Hier entstehen alle Zeichnungen, alle Konstruktionen, alle Baupläne, alles, was wir quasi dann brauchen, um da Wirklichkeit draus werden zu lassen aus deiner Idee. Hier siehst du eine Kabine, so wie sie für dich in Frage käme. Klein, kompakt, trotzdem für 3 Leute benutzbar. Dazu bekommt er ein großes Bett, massig Stauraum und eine moderne Sitzecke. Zumindest auf dem Papier. Sören geht mit jeder Menge Ideen und Eindrücken. Machen wir so. Danke dir. Für mich stellt sich jetzt eigentlich am Ende des Tages die Frage, mache ich meinen LKW-Führerschein oder bleibe ich bei dem Führerschein, den ich habe? Denn ich habe gemerkt, es ist schwer, einen Traum der Größe auf einem Fahrzeug verwirklichen zu können, das nur 3,5 Tonnen wiegt. Aber ich habe genauso gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt und habe natürlich Lust auch auf ein Fahrzeug, was im Alltag besonders tauglich ist. Es war ein spannender Tag, ich habe viele Eindrücke gewinnen können und bin jetzt gespannt und schlafe eine Nacht drüber. Ja, so eine Investition will gut überlegt sein, bei Anschaffungskosten von bis zu 500.000 Euro. Sören ist es das wert, denn das Gefühl der Freiheit auf 4 Rädern ist für ihn unbezahlbar.